Unreal Engine. Head Up Games präsentieren ein Spiel von Cyberpunk Studios, das da heißt The Fable Goods. Ja, ein Spiel aus der Kategorie, ich habe das ja schon, aus irgendeinem Grund wollte ich das haben, habe das liegen lassen und jetzt spiele ich es. The Fabled Woods. Dauert so ungefähr 1,5 Stunden. Ich bin gespannt, was passiert. Ist es eine Geschichte? Ist es... keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es gesehen, ich habe es gemacht, ich habe es gekauft, installiert und jetzt spiele ich es. Ist eine sinnvolle Reihenfolge, glaube ich. Los geht's. Cyberpunk Studios präsentiert ein Spiel, das hoffentlich auf Deutsch ist. Oder in Deutschland untergelegt hat. A visitor? What do I say? It's been so long since I've had company. Oh, it's you. What a surprise. Not a lot of other folks come and visit these parts. I should have known. You should already know me, but just in case, my name's Larry. I was here to get closer to my son, William. Every time I came back to these woods, I could feel him again. If only I could tell him how sorry I am. That's enough about me. We're here for you. Ich bin mit dem Auto These gekommen. Woods hold the answers to your questions. Everything will be explained soon. And this time, please pay attention. Okay, ich kann es ja nochmal angucken, wenn ich durch bin. Ja, das Auto ist echt schlecht geparkt, aber das macht nichts. Kann ich hier lang? Oder hast du eine Wand gezogen? Ich kann hier lang. Hier ist eine Wand. Okay, ich bleibe auf dem Weg. Ja, mein Name ist Kusukas Spiegel und das hier ist Fabled Woods, ein Walking Simulator, wie ich annehme, mit einer Geschichte, die mir erzählt wird. Als ich diesen Wald betrete, um jemanden zu besuchen, der näher an seinen Sohn dran sein wollte, der vielleicht im Wald verloren gegangen ist. Nicht darunter? Nicht ganz. Eine schöne Brücke, schöner Wald. DirectX 11 Version von dem Spiel, man kann es am Anfang aussuchen. Und jetzt gehe ich hier einfach mal spazieren. Schöner Baum. Bisschen tot, aber schön. Ich kann ins Wasser gehen, ich kann da hier ins Wasser gehen. Aber ich kann hier nochmal die Aussicht genießen, bevor ich mir das Zelt angucke. Benutze Linksklick zum Interagieren. Wenn es leuchtet, okay. Ein Rucksack. Von Ashley. Ein Seil. Der Rucksack von... steht nicht drauf. Ein schöner Rucksack. Kochplatte. Zigaretten. Und ein Baum, der im Weg liegt. Hier geht's wohl nicht weiter. Ich kann nicht springen, ich kann mich nicht ducken, ich kann nur den See betrachten. Ich muss vielleicht hier noch was rausfinden. Halte Freifeld, um dich zu erinnern.
Jetzt ist der umgeschmissen. Und ich folge diesen Hinweisen. Gut, ich kann. Schön, dass ich immer wieder aus Erinnerungen rausgerissen werde. Was? Okay, da sind keine Hinweise. Hier sind Hinweise. Welche Reihenfolge muss ich die denn jetzt? Okay, ich bin ein wenig verwirrt, ob na die Oblotter. Ob der. Reihenfolge? Das ist jetzt nicht so ein Ding, dass ich jetzt. Der Baum ist in der Vergangenheit noch da, ja? Ich habe irgendwas nicht richtig verstanden. Muss ich jetzt irgendwas sehen? Hier ist irgendwas gewesen. Hier sind keine Änderungen, ne? Irgendwelche Zeichen auf dem Boden? Nö. Doch einfach nur der Weg vom. Los bis hierhin. Ich kann jetzt hier interagieren. Okay, weil ich bin einfach zu blind gewesen. Okay. Jetzt. Okay. I'm
so happy we decided to go camping. It's so peaceful in the woods. Was? I'm sorry, life has become such a mess. Echt gute Beleuchtung. Okay, What are you doing? Let go of him! Leave us alone! Stop! Stop! Junge wird gerade geprügelt. War ich zu schnell? Muss ich echt wieder zurück oder gehe ich falsch? Ich gehe zur Not auch nochmal nach hinten. Wahrscheinlich habe ich den Event noch nicht richtig getriggert. Aber das sieht so krass aus. Ich habe wieder nicht gesehen, dass das Symbol gewechselt hat auf. Tu was! Ja, der Stein wieder. Neuer Pfad erwartet mich. Wieso sind jetzt hier Tote? Jetzt sind hier über Blutspuren. Auch da dran. Okay. Gut. Das Zelt ist aufgerissen. Der Baum ist weg. Wie ich erwartet habe. Okay, zweite Runde wird schneller wahrscheinlich. Erzähl mir was. Und ich guck mal weiter die schöne Umgebung hier an. Rübergehen, da ist der Baum. Ein Traum. Und eine Brücke. Larry. Nice Musik. Ich hoffe nicht Copyright geschützt oder so. Ja, wir gehen durch den Wald. Ich
will so in die Vergangenheit, in die Erinnerung gucken. Hier sind wieder Sachen von Menschen, die Holz gehackt haben. Im Idealfall. Ach, was soll's. Was sagt er, erinnere dich? Nix. William's axe. I remember taking him to town. Letting him choose his first axe. Once we got back to the cabin, he couldn't stop trying to cut down every tree in the woods. There'd be nights it would get so quiet, all you'd hear are the birds and the sound of that axe like a heartbeat outside. Jo, nicht schlecht. Meine erste eigene Axt. Die von Willy. Das Kapitel heißt Larry. Jo. Und ja, so gehe ich wirklich manchmal durch den Wald. Wenn ich dann mal durch den Wald gehe. Gut. Ein schöner Weg hier. Meine CPU-Grafikkarte. Öfter macht komische Geräusche. Als wenn er gerade viel zu tun hätte. Was er vielleicht auch hat. Ich sehe schon, was da drüben was ist, aber dafür muss ich erstmal über die Brücke hier. Die ich eben schon gesehen hatte, ja. Bin ich wieder Blutspuren. Und wieder zurück, bitte. Eine Hütte im Wald. Erschlossen ist derzeit. Aber ich wollte doch erstmal gucken, was ich da am Wasser gesehen habe. Wieder eine Feuerstelle. Fire brings people together out here. You understand. When the chores around the cabin were done, William would always beg to get a fire going by the river. Of course, it always started out as a much larger fire than we needed for our little pit. Nothing to distract you. No worries, guilt. We were at peace with the world. Erinnerung. Ein großes X. Nur der Six und nix. Auch da ist noch was. This is where it all ended. This is where I drunkenly fell asleep and failed to protect my boy, William. Because of me, he drowned. I should have been there to protect him, but I cared more about the bottle. Have you ever found yourself feeling like you're being watched?
I decided to go to the lake and catch some fish for dinner one night. I had caught a couple when I got this sense that something was watching me. I know bears roam these parts, but this was not a bear. I could feel it across the lake staring at me. I got up, reeled the line in, grabbed the fish, and went inside. I've never felt like that before. Okay. Da ist ein Nix am Baum. Also, das ist wirklich da. Und hier ist auch irgendwie ein Pfeil nach oben. Aber ich kann nicht nach oben.